Na. Vielleicht ist es heute oder in den vergangenen Tagen auch bei Ihnen gelandet. Ein Mail, in dem behauptet wird, dass man unbedingt noch heuer seinen alten Führerschein gegen die neue Karte tauschen sollte, weil man sonst mit hohen Kosten und Nachschulungen rechnen müsse. Wie Sie mit solchen und anderen Falschinformationen und Gefahren im Internet am besten umgehen, zeigt Gernot Frischenschlager im folgenden Beitrag. Den alten Führerschein unbedingt noch heuer auf die neue Scheckkarte ummelden. Das ist die wohlgemerkt falsche Botschaft, die durch dieses E-Mail derzeit zigtausende Menschen in Österreich verunsichert. Die Politik habe still und heimlich ein neues Gesetz verabschiedet, heißt es darin. Wer nicht noch heuer den alten Führerschein umtausche, müsse in Zukunft alle 5 Jahre zu einer Kontrolle oder Nachschulung. Dabei würden entsprechende Kosten bei Fahrschulen und am Verkehrsamt entstehen. Ausdrücklich wird betont, dass es sich um keinen Scherz handle und die Behörden würden die Sache verschleiern. Weil die meisten Betroffenen solche Hoax-Mails von Bekannten weitergeleitet bekommen, ist die Verunsicherung oft groß, wissen auch die IT-Sicherheitsexperten der TU Graz. Gerade in den letzten Jahren ist die Zahl dieser Falschbotschaften rapide gestiegen. Prinzipiell hat es diese Art von Mails ja auch schon vor dem Internet gegeben. Damals wurden diese Kettenbriefe per Post versendet und der Empfänger hat diese dann an andere Personen weitergeschickt. Seitdem es das Internet und das E-Mail gibt, ist es natürlich leichter, solche Informationen zu verbreiten. Wobei bei diesen Hoax-E-Mails gibt es unterschiedliche Intentionen dahinter. Das kann jetzt wirklich nur ein Scherz sein, so wie dieser englische Begriff Hoax aussagt. Oder es können auch weitere finanzielle Interessen dahinter sein, betrügerische Interessen. Um sich vor der bewussten Angstmache zu schützen, wie etwa im Fall der angeblichen tödlichen Gefahr durch Rattenurin auf Getränkedosen, gibt es mittlerweile eigene Websites. Zum Beispiel die TU Berlin bietet hier einen Service an, wo diese Hoax-E-Mails gesammelt werden und wo man nachschauen kann, ob dieses E-Mail schon bekannt ist. Weit gefährlicher als die reinen Falschinformationen sind laut Experten aber oft mitgesendete Dateien oder Weblinks, die meist von kriminellen Organisationen geschickt werden und darauf abzielen, sogenannte Botnetze aufzubauen. In den Botnetzen stehen kriminelle Organisationen, die versuchen, so viele Rechner von normalen Benutzern wie möglich zu infizieren und diese Rechnernetze dann für kriminelle Aktivitäten zu verwenden. Das kann jetzt im einfachen Fall sein, Spam-Nachrichten zu verschicken. Das kann sein, dass die Accountdaten von Benutzern gestohlen werden, es kann sein, dass Kreditkartendaten gestohlen werden etc. Wichtig ist, dass der Benutzer in den meisten Fällen nicht weiß, dass er Mitglied eines Botnetzes ist. Bis zu 10 Millionen User sind durch solche kriminellen Botnetze unfreiwillig vernetzt, sagen die Experten. Und soziale Netzwerke wie Facebook machen das Geschäft der Hacker noch einfacher. Wenn eine kriminelle Organisation oder ein Hacker zu den Benutzerdaten eines Facebook-Accounts kommt, dann kann er natürlich in meinem Namen Informationen, E-Mails, was auch immer abschicken. Und wenn ich jetzt so eine Nachricht bekomme, dann gehe ich im ersten Moment davon aus, dass die von meinem Freund ist. Nur in Wirklichkeit ist sie dann eigentlich von diesem Kriminellen und von dieser Organisation abgeschickt worden. Ein Allheilmittel zum Schutz vor solchen Hackerattacken gibt es laut Experten zwar nicht, doch aktuelle Virensoftware und vor allem gesundes Misstrauen können vor den meisten Gefahren schützen. Wenn Sie ein E-Mail bekommen von unbekannten Personen oder ein E-Mail, das nicht direkt jetzt in irgendeinem Kontext steht, den Sie kennen, auf keinen Fall auf einen Link klicken und schon auf gar keinen Fall das Attachment ausführen. Misstrauisch sein, das empfehlen auch die Konsumentenschutzexperten der Arbeiterkammer. Derzeit gäbe es vor allem mit fingierten Spendenaufrufen und angeblichen Geldgewinnern Probleme. Als besonders gefährlich erachten wir jene E-Mails, bei denen die Konsumenten zuerst einen Geldbetrag überweisen sollen und dann erst wird ihnen das angebliche Geld gutgeschrieben. Hier können alle Konsumenten davon ausgehen, dass sie ihr eingezahltes Geld nicht mehr wiedersehen und überdies haben sie ihre Kontodaten angegeben und damit könnten auch Abbuchungen vom Konto erfolgen. Weitere Informationen zu aktuellen Internetgefahren finden Sie auf der Homepage der TU Berlin unter hoax-info.tubit.tuberlin.de. Und diese Links und viele weitere Informationen für Internetbenutzer finden Sie wie gewohnt auf unseren Serviceseiten.